schmerzhafter Abschied von einem erlebnisträchtigen Ort, wo unzählige Schoppen gepetzt, Feiern begangen und gemütliche Runden verbracht wurden und demnächst ein Alten- und Pflegeheim errichtet werden soll. Die Rede ist von der im Jahr 1854 gegründeten Traditionsgaststätte Moosschneider in Kroffdorf an der Hauptecke Wismarer Straße, mit dessen Abriss ein Stück Dorfgeschichte endet. Zu jeder Tagesstunde konnte hier nochmal ein Schoppen getrunken werden. Man hat auch das Schlachtfest hier mitgenossen. Man hat gut gegessen. Es war also für den alltäglichen Gebrauch immer eine Heimstätte gewesen. Es war der Stammtisch da. Es war praktisch die Sportgeschichte. Wenn samstags nachmittags die sogenannte Bundesliga startet, waren wir in einem Extrazimmer. Es war für uns das Perlmuttzimmer, wie man so schön sagt. Eine Gaststätte, die Tradition hat über viele, viele Jahre. Ich bin selbst betroffen, weil meine Vorfahren waren eine Verwandtschaft von der Gaststätte. Und es tut einem doch ein bisschen weh, wenn das heute abgerissen wird. Eine Gaststätte, wo man vielleicht drei Viertel seines Lebens verbracht hat. Angefangen von der Burschenschaft, über Vereinsheim, von der Feuerwehr, über die persönlichen Kontakte zu den Wirtsleuten, die Senioren wie auch Junioren-Wirtsleute. Tut auch schon ein bisschen weh, wenn dann so eine Traditionsgaststätte jetzt dem Erdboden gleichgemacht wird. Es war das Erstaunliche, wenn wir hier vom Abriss sprechen, dass am Fastnachtdienstag noch abends Leute im Gastzimmer waren, hatten irgendwo noch ein Glas Bier gefunden oder bei sich und haben noch einmal am Fastnachtsdienstag Abschied genommen in den Ruinen von unserem so allgeliebten Gasthof zu Moos. Was mir da anfällt von dem Senior, den Erich Schneider, wie der hier wieder ansässig wurde, waren seine ersten Aktionen. Da war mal eine Tanzgruppe, die nannte man Mulatto Brasil, waren hier oben im Saal. Ja. Das war ein ganz großes Highlight. Und so werden wir uns einfach damit zufrieden geben, dass wir in der Zukunft nur sagen können, wir haben etwas verloren, an das wir künftig immer noch mit aller Andacht, mit aller Aufrichtigkeit an dieses Gasthaus in Erinnerung bleiben.